Und zwar, wenn ihr hier auf Stop Clips geht. Auf Midi-Map springt hier ein Menü auf oder verschiedene Schalter, besser gesagt, auf, kein Menü. Stop Clips ist sozusagen, dass alle Clips, die spielen, gleichzeitig gestoppt werden. Hier könnt ihr einzelne Szenen starten. Das ist der Szenenstarter. Hier könnt ihr nach oben und unten durch die Szenen steppen. Und hier könnt ihr euch schnell durch die Szenen bewegen. Es bietet sich auch an, mit einem Drehregler zu belegen. Ich zeige es gleich mal. Sieht man auch den Effekt ganz schön. So geht es hoch und runter zum schnellen Auswählen. So. Ihr könnt natürlich auch einzelne Clips starten. MIDI sagen, wenn ich auf die Taste C drücke, also C2 hier, dann startet der Clip los auf Taste D2, startet der nächste Clip los und so weiter. So, jetzt hört ihr das auch mal. Der nächste geht los, man hört aber nichts, weil der Regler noch unten ist. Ich fade ihn ein. Es gibt die Möglichkeit, anstatt den MIDI-Controllern auch die Keyboard-Tastatur für Fernsteuerung zu verwenden. Im Prinzip könnt ihr alle Tasten auf Funktionen legen, die man an- und ausschalten kann. Also Clips an- und ausschalten, Szenen starten und so weiter. Ich zeige es einfach mal. Ihr müsst dafür den MIDI-Mode, Quatsch, den Keyboard-Mode anmachen. Sagt beispielsweise, ich möchte Spur 1 mit der Taste 1 muten, Spur 2 mit der 2, 3, 4 und 5. Oder ich möchte auch vorhören. Das ist sehr praktisch, auch gerade wenn man viele Spuren hat, dass man schnell vorhören kann. Sagt Shift 1, Shift 2, Shift 3, Shift 4, Shift 5. So, wenn ich jetzt die Keyboard-Tasten drücke, 1, 2, 3, gehen sie immer an und aus. Auch zum Vorhören, wenn ich gerade im Mix wissen möchte, was läuft, kann ich dann schnell mal reinhören über die Tastatur. So, ich zeige jetzt das noch mal in der Praxis ein bisschen. Also erstmal am Anfang haben wir alle Kanäle runtergeregelt, bis auf den, womit wir natürlich starten wollen. So. Eine Sache ist noch mal wichtig zu wissen. Wenn ihr jetzt seht, hier leuchten die Clips grün, dann sind sie schon in Spielbereitschaft. Das heißt, wenn ich jetzt einen starte, gehen alle drei los. Das heißt, beziehungsweise abhängig von dem, was ich hier im Launch-Mode eingestellt habe. Wenn ich aber möchte, dass wirklich nur der eine losgeht, sollte ich vorher auf die globale Stopp-Taste drücken. Da seht ihr, gehen jetzt alle aus, alle sind nicht mehr selektiert. Deswegen, ich lege mir meistens einen Key-Shortcut hier auf die Stopp-Taste und kann dann einfach mit der Taste S beispielsweise alle Clips stoppen, bevor ich anfange. Gut, ich starte mal den ersten. So, jetzt möchte ich gerne den nächsten dazu machen. Den starte ich auch und mixe ihn langsam dazu rein. Solange, bis er gut klingt. Jetzt kann ich natürlich auch den vierten starten. Ich könnte den vierten auch über, wenn ich ihn vorher belegt hätte, über eine Taste starten. Also ich kann hier auch die Clips auch auf Keyboard-Tasten legen. Da muss ich das nicht mit der Maus machen. So, jetzt ist der Bass auch gestartet. Ich lasse ihn hier reinlaufen. Gibt auch noch mal ein bisschen Drive drauf. Ja, achtet dabei hier immer auf die Masterlautstärke, dass ihr nicht in den roten Bereich fahrt. So, das läuft jetzt ganz schön und jetzt sage ich, jetzt möchte ich noch ein paar Vocals draufsetzen. Ich starte hier meinen Clip. So, fahre die Vocals dazu rein. Und ihr seht, es passiert nichts, weil hier die Spur noch gemutet ist. Jetzt, ich nehme sie noch mal zurück über die Tastatur. Zwei an. Kann ich meine Vocals langsam reinfahren? Was ich noch machen kann, ist jetzt während des
Spielens beispielsweise den Crossfader einzusetzen, zu sagen, ich will zwischen den beiden Beats hin und her faden. Der erste Beat liegt ja auf der A-Seite, der zweite ordne ich der B-Seite zu. Jetzt habe ich hier meinen Crossfader, den habe ich ja, habe ich den hier auch schon belegt. Kann ich mal eben noch machen. Wie gesagt, alles kann ich auch während des Spielens machen und ändern. Jetzt kann ich hier mal ein bisschen faden. It's just perfect timing. Here we go, another move, we shining. Look at that, we gon' never stop grinding. Every cloud gotta have a silver lining. I just cruise around town with my... Kann zwisch- oder kann auch muten. Shoot some rhythm, put a number in my phone and I gotta move on. Thinking I'ma call her back. Nimm den Bass mal kurz raus. Deep inside of her, I know they no good. Not because I got it, just because I could. Come through like... Kann ihn dann jederzeit, wenn ich möchte, wieder dazuspielen. Live in the palace, just stumble out the club and straight to the airport. The people on my... Jetzt habt ihr mal einen kleinen Eindruck bekommen, was man damit alles machen kann und dass es eigentlich, finde ich, viel mehr Spaß macht, mit den MIDI-Controllern und den Key-Shortcuts zu arbeiten, weil man eben mehr Dynamik reinkriegt, mehr Abwechslung, mehr spielen kann. Und das sollte man auch. Das sind einfach die Möglichkeiten, die man hier hat. Klar kann man auch einfach nur einen Song nach dem anderen spielen, das ist völlig in Ordnung, nur das Programm bietet so viel mehr und die Kunst des DJing ist einfach auch, mit Songs zu arbeiten und einen Song neu zu erleben und oder erlebbar zu machen, einfach Sachen rauszuholen, die man, ja, die man selber entdecken kann und einfach zelebrieren kann und damit wirklich ja, Musik machen kann. Ich wünsche euch viel Spaß dabei und danke fürs Zuhören.